Wir sind hier in der Balthasar Rippstraße. Neben mir Peter Singer vom Projekt Alpha vom Flach. Servus Peter. Hallo, servus, grüß dich. Wir haben einen Plan in der Hand. Was passiert da? Wir haben hier vor auf diesem wunderschön gelegenen Grundstück zwischen Reute und Breitenwang eine Kombination verschiedener Reihenhäuser zu erstellen, die insofern dargestellt werden soll, als dass in der Mitte jeweils zwei Reihenhäuser mit vier Wohnungen entstehen, also zwei Wohnungen pro Haus im EG und im OG. Und jeweils am oberen und am unteren Ende des Grundstückes zwei Reihenhäuser errichtet werden mit einer Größe in etwa von ca. 125 bis 150 Quadratmeter. Im Ganzen sind dann wie viele Wohnungen? Im Ganzen hätten wir dann hier in der Mitte dann acht Wohneinheiten mit je ca. 100 Quadratmeter und vier Häuser mit einer Größe von ca. 125 bis 150 Quadratmeter. Heißen tut die Wohnanlage? Ehrenbergblick, Breitenwang. Ja. Ich glaube, dass der Name sehr passend ist und auch zum Standort adäquat verwendet werden kann. Bei mir soll es mal rumblicken von der Lage her. Hinter uns ist Kinderhort Together. Nicht weit weg, Hotel Ehrenberg. Ja, wir sind ja da sicherlich sehr gut aufgestellt. Die Wohnanlage Ehrenbergblick hier hat sicherlich einen sehr tollen Bezug zur Gemeinde Breitenwang. Für alle Leute, die also einerseits ruhig und doch zentral wohnen wollen. Wir sind ja direkt hier an der Grenze. Breitenwang hat eine sehr gute Erreichbarkeit zum Metallwerk. Und die ganze Anlage soll von der Grundintuition her so errichtet werden, dass einfach der dörfliche Charakter auch hier in dieser Reihenhausanlage erhalten ist. Wann soll begonnen werden? Baubeginn wäre früher, das heißt circa witterungsbedingt April 2013, Fertigstellung bis Ende des Jahres 2013. Jetzt stehen wir auf der grünen Wiese, das wird einmal ein Wohnzimmer werden? Ja, also ich würde sagen, wir stehen ziemlich im Zentrum des Hauses. Wenn ich jetzt entscheiden möchte, welche Fußboden, welche Fliesen etc. ich gerne haben möchte, bis wann muss ich entscheiden, wann muss ich mit euch sprechen? Ich darf jeden gerne einladen, mit meinem Sohn Alexander Kontakt aufzunehmen, da also doch auch schon reges Interesse an dieser Reihenhausanlage besteht. Selbstverständlich kann man jetzt in dieser Phase noch idealerweise auch auf die Raumabwicklung im Gebäude und die ganzen Ausstattungen, Böden etc. natürlich einwirken. Jetzt wäre eigentlich der richtige Zeitpunkt. Dann hoffen wir, dass ihr alle Wohneinheiten gut verkaufen könnt. Wünsche gutes Gelingen und bin gespannt, wie das in anderthalb Jahren ausschaut. Wir werden sicherlich unser Bestes tun. Danke vielmals. Danke.